okay. Wir kriegen es hin. Ich könnte... Keine Ahnung, Dad. Aber was sollen wir denn jetzt tun? Wir müssen essen. Wir können ein paar Platten verkaufen. Oder was ist mit meiner Gitarre? Alex, was ist nötig, damit du endlich aufhörst, ihn zu verteidigen? Wenn deine Mutter dich sehen könnte... Lass Mom da raus! Gabe! Hör auf, sie dauernd als Ausrede zu benutzen, um dich wie ein Stück Scheiße zu verhalten. Fass mich bloß nicht an! Verdammt nochmal! Scheiße. Alex! Mir geht's gut. Es ist okay. War ein Unfall. Alex, ich wollte dich nicht... Papa, es ist okay. Wirklich. Ich bin nicht verletzt. Scheiße, ist hier okay. Ich schaff das alles nicht mehr. Man sieht's. Papa? Bald kommt jemand vorbei. Diese Frau vom Jugendamt. Schon bald. Papa! Es tut mir leid. Hey, kann ich dich etwas fragen? Welches Waisenhaus ist das? Das in Grand Park? Dachte, es wäre schöner. Ich kann nicht mehr, okay? Ich kann das nicht. Musst du aber. Nein. Du musst ehrlich sein bei dem, was du siehst. War ich. Bin ich. Und jetzt bin ich fertig damit. Nur fast. Nicht ganz. Du bist 12, ich bin 16. Ich klaue ein Auto und lande im Jugendknast. Gabe, bitte. Dann wirst du 13, dann 14, 15. Waisenhäuser, betreutes Wohnen, muffige Zimmer in seltsamen Häusern von Pflegeeltern. Und mit 17 hast du dann alles erlebt. Irgendwann in dieser Zeit beginnst du Dinge zu fühlen. Deine eigenen Emotionen sind dir fremd. Du hast nichts. Niemanden. Du bist allein. Ich will das nicht. Alex. Spiel deine Rolle. Meine Rolle spielen. Eine Rolle spielen. Mama wurde Nope. Warum müssen wir mal die verdammte Rolle spielen? Ich habe wohl ein paar Tage verpasst.
was steht da drauf? Motivationsposter. Happiness is a choice to make every day. Fick dich, Poster. Es war nicht erlaubt, Gläser ins Wohnheim zu bringen. Also mussten wir aus diesem Teil trinken. Wie Hamster in einem Käfig. Aber wenn du einem Hamster ein Glas gibst, wirft der anderen Hamstern dieses Glas nicht an den Kopf. Gott, die haben mir so viele Pillen gegeben. Okay. Aber ich hab sogar 15 Millionen immer am Tag. Haben die denn je gewirkt? Einige haben geholfen. Ein bisschen. Aber keine so richtig. Ist bestimmt abgeschlossen. Ist wohl Ausgangssperre. Sieht aus, als bleiben wir hier. Tabletten, um das Kind ruhig zu stellen. Es hieß immer, der Laden sei kein Gefängnis. Vielleicht waren sie um deine Sicherheit besorgt. Trotzdem. Warum auch immer. Das Resultat waren Gefängnisgitter. Ich habe mal eine Gabel mitgenommen und unter meinem Kissen versteckt. Nur um, ihr könnt mich mal zu sagen. Wohnregeln. Bewohner müssen sich jederzeit an ihren Zeitplan halten und dürfen nicht außerhalb der zugeteilten Freizeit im Wohnheim herumlungern. Gläser und Besteck gehören nur in die Kantine. Bringt diese nicht mit ins Wohnheim. Gäste, die keine Bewohner sind, sind im Wohnheim nicht erlaubt. Die Lichter gehen jeden Abend um 21 Uhr aus. Keine Musik, kein Fernsehen, keine Bildschirme nach Ausschalten der Lichter. Nichteinhaltung dieser Regeln resultiert in Disziplinarmaßnahmen. Kein Spaß erlaubt. Ich merke schon. Damit hätten sie auch gleich uns alle markieren sollen. Dachtest du echt, du bist ihr Eigentum? Wir gehörten ja niemandem sonst, oder? Ich erinnere mich an das Mädchen, das es geschrieben hat. Sadie? Sally? Irgendwas mit S. Ihr wart anfangs Freunde, oder? Am Anfang schon. Komm nie raus aus diesem Scheiß. Aber dann bin ich vor ihr ausgeflippt und das war's dann. Genau wie bei allen anderen. Schick. Jeder hatte ein gutes Outfit. Wir trugen es, um die Eltern zu treffen. Hat's geholfen? Ich denke, du kennst die Antwort auf diese Frage. Nettes Outfit. Ich habe jeden Tag eingeschrieben. Fuck. Warum? Du hast ihn eindeutig vermisst. Und ich dachte, er vermisst mich. Okay, da sind meine Saiten. Wo ist meine Gitarre? Du verliest nur gerade nicht. Die Truhe. Was haben wir da? Sitzplatz. Ach du Schande. Wie ein Tier in einem Zoo angestarrt. Sie hat so viel durchgemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir für so ein Mädchen bereit sind. Gestaut und bewertet. Für ein Tier, was man kaufen oder ausleihen kann. Hier steht, sie ist sensibel. Was bedeutet das? Da stehen noch Etiketten draußen dran. Bequem so zum Angucken. Ich frag mich, warum sie nie ein Zuhause gefunden hat. Weil keiner sie will. Du
Was soll uns das jetzt antun? Ich bin sicher, dass sie ein nettes Mädchen ist. Aber sie passt nicht zu uns. Sie ist schon echt alt, oder? Das ist doch das Mädchen, das sich so oft geprügelt hat, nicht wahr? Ich würde gern helfen. Wirklich, aber... Aber sie ist irgendwie... Seltsam. Ich würde gern kaputt. Aber... Falsch. Glaube ich. Kaputt, falsch, schlecht. Zu alt, zu blöd, zu schlecht, zu aggressiv. Das ist Bewertungen. Lass mich. Tut mir leid. Schnauze gehen. Warum? Du musst es sehen. Was sehen? Dass niemand mich gewählt hat? Niemand hat dich gewählt. Niemand hat dich gewählt. Niemand wollte dich. Mama ist gestorben. Papa ist weg. Ich bin abgehauen. Du konntest uns nicht halten. Es war mein Job, uns alle... Du warst 11 Jahre alt. Du warst 11 Jahre alt. Du warst ein Kind, Alex. Lass gut sein. Das ist überhaupt kein Job. Leute gehen. Das Leben wird hart. Manchmal ist alles nur noch scheiße. Mach es besser. Sei wütend auf Papa. Vermiss Mama. Fuck, sei wütend auf mich. Aber gib nicht auf. Niemand hat dir zu sagen, wie viel du wert bist. Und niemand hat das Recht, dir dein Leben wegzunehmen. Kämpfe. Was er sagt. Bin ich sicher, ob ich... Du hast eine Gabe. Etwas, das du nicht einmal verstehst. Die einzige Aufgabe, die du hast, du ist Leben. Du kannst die Welt verändern. Sie besser machen. Jetzt steh auf. Was? Steh auf und kämpfe. Es betrifft jeden. Das einzige, die einzige ernsthafte Aufgabe im Leben ist Leben. Alles andere ist zweit- und drittrangig. Du musst denn verdammtes Leben. Leben. Was andere machen, was andere denken, was andere von dir wollen, das ist alles. Vielleicht sogar 4 oder 5 Fragen. Aufstehen, Alex. Das letzte Streichholz. Was uns Gabe hinterlassen hat. So, steh auf und kämpf. Ich muss einen Weg hier rausfinden. Steh auf und leb.
keine Leiter mehr. Gut, dass ich so super klettern kann. Haben wir nichts. Erinnerung vielleicht. Bienen wachsen in andere hinein. Genau wie Jet gesagt hat. Jet ist Arschloch. Wenn wir den wiederfinden. Ich entscheide mich bewusst, nichts reinzulesen. Ich könnte gerade echt lachen, wenn es nicht so wehtun würde. Safety first. Und die Spitzhacke können wir mitnehmen, um damit dem scheiß Jet den verdammten Schädel einzuschlagen. Wie lange ist dieses Zeug schon hier unten? Alter, wie hat er gesagt? Wir finden ihn uns. Wir machen ihn alle. Okay, wo sind wir hier? Nein! Nein, 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 nein! Nein! Dunkelheit. Okay. Ruhig, 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 ruhig bewahren. Ich krieg das hin. Das wird schon. Okay, das hilft. Okay. Was ist das? Diese Aura ist meine einzige Spur. Woher kommt die Aura her? Von wem kommt sie? Okay, Jungs, wir sind nah dran. Aha, Höllentauch auf ewig, was, Jet? Wir graben so tief, bis wir am Bett des Teufels stehen. Verdammt richtig. Das ist es. Das ist, was Typhon begraben wollte. Der Boden hier ist ganz schön feucht. Jet, das müssen wir melden. Die Grabung ist im Arsch. Nichts ist im Arsch. Aber wir haben keine Pumpen, keine... Meine Teams haben noch nie eine Grabung abgebrochen. Wir beenden den Job. Aha. Sachte weiter, sachte. Was, verdammt? Los, Beeilung! Räumt den Tunnel! Wer fuckt da? Fuck! Jet! Jet! Oh mein Gott! Wir müssen weiter! Los! Da hinten sind noch ein paar Männer. Sie werden ertrinken. Ja, und das werden wir auch, wenn wir uns nicht verpissen. Trifft die Entscheidung, Jet! Trifft die Entscheidung, Jet. Gott verdammt! Alle, raus! Sofort! Riecht wie Feuerwerk. Er war nicht der Held. Er muss Typhon gesprengt haben. Er hat nicht Leute barmherzig gerettet. Er hat Leute zurückgelassen. Er hat Leuten das Leben genommen. Damit, dass er sich entschieden hat. Wir müssen weitergraben. Und ein. Bitte nicht.
ahne Schreckliches. Komm zurück! Jen, du Mistkerl! Jen, du musst aufhören, Mann. Jen! Der Held. Fick dich, Jen! Komm zurück! Es ist vorbei, Jen. Er kommt nicht zurück. Es tut mir leid. Es tut mir ja so leid. Lebende zurückgelassen, das fähige geflüchtet. Für sowas hat er einen Ehrentitel bekommen. Eine Auszeichnung. Was für ein Held. Ich hätte noch nie sehr viel übrig für Helden. Das gehört für abgemacht. Können wir eine Axt nehmen und das Ganze mal vernichten. Ob dazu mal nicht mehr wirklich die Kraft nötig wäre. Dieser Bastard. Schimpft sich ein Held. Dem zeigen wir es, wenn wir zurückkommen. Und während meiner Zeit hier Council-Meeting. Habe ich erfahren dürfen, was Haven zu diesem besonderen Ort macht. Es ist ein Blumenladen, der von mehreren Generationen geführt wird. Ein Barbesitzer, der wirklich jeden seiner Gäste mit Namen begrüßt. Es ist eine Frühlingsfesttradition, die seit 100 Jahren besteht. Geschichte, Loyalität, Stolz. Dies sind die Werte, die Haven definieren. Und es sind dieselben Werte, auf denen Typhon aufgebaut wurde. Auf den Werten, und genau deshalb ist unsere Partnerschaft so erfolgreich. Verdecken. Es ist mein Privileg, Typhons Engagement für Haven zu erneuern. Wir glauben fest an diese Gemeinschaft und freuen uns ungemein auf ihre Zukunft. Danke, Diane. Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir es nun endlich offiziell machen wollen. Also Zeit für die Abstimmung und dann Mittagessen. Na, siehst du Tote? Siehst du Geister? Schatz. Um dein Geist sich zu rächen. Alex! Ihr seht richtig. Mir geht's gut. Was redest du da? Du musst sofort zum Arzt. Was ist mit dir passiert? Erstmal etwas anderes zu klären. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich komm schon klar. Alex! Ich hab hier was zu erledigen. Nicht so verletzt, wie er gleich sein wird. Brauchst du Hilfe? Wir können dir einen Krankenwagen... Typhon hat euch alle angelogen. Genau wie Jet Lucan. Wag es, das Wort zu erheben. Was ist los? Halt's Maul. Fick dass dich. Dass du dich traust, was zu sagen. Dass du was traust, passiert, ein verdammt. Wort zu sagen. Ich war gestern Nacht unten in der Mine. Ich habe gesehen, was Typhon seit 11 Jahren versteckt. Geschubst. Jet Lucan ist kein Held. Die ganze Geschichte ist eine Lüge. Jet hat den Unfall verursacht. Und dann ließ er 7 seiner Männer im Stich. Er ließ sie ertrinken, um sich selbst zu retten. Da unten waren Fotos von meinem Bruder und mir im Dreck.
Denn einer der Minenarbeiter war mein Vater. Er hat sich eine zurückgelassen. Typhon wollte es geheim halten. Um diese Abstimmung nicht zu gefährden. Typhon wollte den Trick verschwinden. Alles, was sie interessiert, ist, mehr Geld zu machen. Sie tun, was immer nötig ist, um diese Erweiterung durchzuboxen. Also wollten sie die Beweise begraben. Um keinen Preis sollte die Sprengung verhindert werden. Nicht einmal, wenn 4 Menschenleben auf dem Spiel standen. Darum musste Gabe sterben. Jet wusste es und die ganze fast. Zeit. Er vertuschte die Wahrheit über die Vergangenheit, über Gabe. Und als ich es herausfand... Naja, seht mich an. Er wollte mich auch töten. Hat es bloß leider nicht geschafft. Warum sagt niemand von euch etwas? Wir wollen dir die Peinlichkeit ersparen, Alice. Halt's Maul, Alte. Halt's Maul, Typhonhure. Ja, genau. Alter. Ich würde gerne durch den Bildschirm greifen. Diese Anschuldigungen sind irrsinnig. Und der Versuch, in die Mine zu gelangen, war, naja, offensichtlich sehr gefährlich und außerdem absolut illegal. Alter Schwede. Aber wir alle haben Verständnis für deine Situation. Mich juckt's in die Finger. Du hast so viel durchgemacht. Dein Bruder war der Einzige, den du noch hattest. Ich kann mir vorstellen, wie sehr du dir eine Erklärung für seinen Verlust wünschst. Etwas, das dir Trost spendet und, naja, kratzen, schlagen, dein Leben hauen. Weniger unfair wirken lässt. Nee, sie hat kein Gewissen. Bestimmt nicht. Du weißt genau, dass es für die Vertuschung Beweise gibt. Dann hast du mich von Pike verhaften lassen, damit es nicht rauskommt. Officer Pike hat dich für den Diebstahl von Gegenständen aus meiner Tasche verhaftet. USB-Stick. Vielleicht hast du ja nach Beweisen gesucht und sie gefunden. Deshalb haben du und Jet versucht, mein Schweigen zu erzwingen. Auf den Schwachsinn wieder vorzubringen. Dad, hast du irgendeine Ahnung, wovon Alex redet? Nö, Nein, hab ich nicht. Ich habe versucht, für Alex da zu sein, seit Gabe gestorben ist. Ich dachte, dass ich eine Vaterfigur für sie sein könnte. Ich kann nur annehmen, dass Menschen, die leiden, es manchmal an denen auslassen, die helfen wollen. Ich kann mich gerade schwer beherrschen. Du hast versucht, mich umzubringen. Wie kannst du da stehen und solche Sachen sagen? Alex? Du bist ein Monster. Sorry, dass so Bitte. Viel zwischenquatsche. Ich weiß, es ist schwer, das zu akzeptieren. Ihr alle vertraut ihm. Das habe ich auch. Aber ich sage die Wahrheit. Ich glaube dir. Selbstverständlich. Beweis, oder ich glaube zu glauben. Ich bin entsetzt und schockiert und muss noch alles verarbeiten, aber ich glaube dir. So in der Scheiße, ist das Schnieke oder was? Denken Sie bitte an die Kondition Ihrer Abfindungszahlung. Mein Sohn und ich sind auf das Geld angewiesen. Dann sollten Sie wissen, dass eine öffentliche Änderung Ihrer Haltung die Vereinbarung nichtig macht. Jetzt mal ein bisschen Stück. Ich möchte gerne etwas sagen. Diese junge Dame kam als Fremde nach Haven. Aber über die letzten Wochen wurde sie zu einer von uns. Nun, ihre Geschichte klingt vielleicht unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich.
Aber sie verdient es, dass ihre Behauptungen zumindest untersucht werden. Bravo, wir sollten sie ernst nehmen.